Willkommen in unserer kaputten Welt hier. Schraubertag heute wieder bei D-Extrem. Wir haben mit Schlangen hier zu tun. Ich habe das gleich. Moment. Das ist ein Lapse-Timer für unser Pitbike. So, und ich habe gehört, ein paar von euch fahren ja Pitbike. Und haben wir uns gedacht, dann machen wir euch mal so eine kleine Einführung ins Pitbike, falls ihr euch mal fragt, was ist ein Pitbike? Wir haben so ein paar Dinger. So, und ich werde euch mal erklären, wie das hier so funktioniert. Wenn der Jörg da hinten, fleißig wegguckt, der Jörg, der baut da gerade hinten für die, zeigen wir euch nachher noch, wieder so eine kleine Sache für die R6, die ihr auch schnell machen könnt. Aber das zeigen wir euch nachher. So, falls der Jan hier gleich mal ein bisschen Platz kriegt, dann kann er hier mal rumkommen und sich einfach mal... Oh, ich fahre meine Haare auf. So, dann würde ich mich so mal platzieren, dass ihr auch mal sehen könnt, was wir hier so haben. Also, das ist eine IMR 155. Richtig? Richtig. Ja, das ist hier diese hässliche Fresse, das hier ist. Ne? Hallo. Das ist das Möhrchen, ne? Der ist natürlich jetzt auch da fein am Arbeiten. Also, 155 Kubik, 4-Takt, kleines China-Gerät. Ne? So, aber ich muss sagen, trotzdem, dass es aus China ist, es hält. Man muss so ein paar Sachen beachten, wenn man die Dinger kauft. Also, es gibt die in der Kiste oder zusammengebaut. Zusammengebaut sind die halt immer ein bisschen 300 Euro teurer. Die liegen so um die 1800 Euro plus Reifen plus zusammenbauen. Also kann man davon ausgehen, wenn ich nachher bei 2300 Euro, dann fährt das Ding erstmal. Da kann man mitfahren, haben wir auch am Anfang. Ich war auch mit hier in unserer Region einer der ersten, der so ein Ding sich gekauft hat und hat dann gesagt, pass auf, ich probiere das aus. Und anschließend wisst ihr, ob das gut ist oder scheiße. Es ist beides. Also, ne, das erste, was in die Hose geht oder was euch auffallen wird, ist die Bremse. Da ist jetzt schon eine Zubehörbremse dran, weil diese Bremse... Original, den zieht er dran, dann macht das einmal. Dann denkst du im ersten Moment, oh, ist gar nicht so schlecht. Dann kommt er aber nicht mehr. Das heißt, ihr könnt die Bremse wirklich ranziehen, ranziehen, ranziehen und denkt so, solche Arme, aber es passiert nichts mehr, weil der Sattel unten einfach nicht mehr kann. Es kommt nichts mehr. Also das ganze Gedönse weg. Und dann empfehlen wir. Ja, also ich habe schon gesehen, haben welche sich von der originalen, vom großen Motorrad, den dicken Klumpner dran gebaut, eine große 19er Pumpe. Hatte ich auch am Anfang so ein bisschen alles umgebaut, weil ich dachte, das funktioniert. Geht, aber ist nicht so schön. Also diese hier, das ist diese Formula, schimpft sich das Ding. Die gibt es komplett mit diesem Adapter. Zu diesem Adapter muss ich auch noch ein bisschen was erzählen. Der wird immer dabei geliefert. Immer weiß ich nicht, aber bei uns war er mit dabei, kann man noch. Kann man meistens achten, mit dazu bestellen. Man muss den dabei bestellen, genau. Diesen Adapter. Kommt doch mal hier um die Ecke gezwickelt. So, also. Zange, Adapter, Ink plus der Bremsscheibe. Super. Aber wie ihr seht, dieser Adapter passt nie. Wir sind einfach mal so kacke dreist und haben da einfach mal statt eine Hülse, habe ich da Butter drunter gepackt. Ja, hey, das ist ein kleiner Bremssattel. Was soll er für Kräfte drauf wirken? Gut, Titanschrauben rein, die können das ab. Ne? Aber das funktioniert super. Oh, hier ist die Kappe gleich drauf. So ein Lübbel. Ja, das kann ich empfehlen, weil die ist wirklich so ein Finger, zwei Finger maximal. Wie bei so einem Mountainbike. Da könnt ihr ganz vorsichtig dosieren. Hält, funktioniert, die kommt befüllt. Ihr müsst nichts dran machen, baut das Ding ein. Und jeder, der das Ding das erste Mal fährt, sagt, boah, geil. Es gibt wahrscheinlich noch bessere, aber für das Geld, was hat die jetzt gekostet? Mit allem drum und dran meine ich knapp 300. Genau, alles zusammen 300 Euro. Hey, wo kriegt ihr denn für ein großes Motor für 300 Euro eine komplette Bremse? Da hast du vielleicht eine Pumpe. Kriegst du wahrscheinlich noch nicht mal. Ne? Und Beläge kriegt man auch immer aus dem Zubehör dabei und alles schick. So, dann... Ja, könnt ihr mal ein bisschen rumkommen. Dann zeige ich euch das mal hier so. Wenn ich sage rumkommen, musst du auch rumkommen. Ja! Personal! Wir kriegen nämlich so eine kleine Drohne, die fliegt dann immer rum und begleitet uns dann. Das ist der dicke Jan hier, die fliegt nicht durchquält. So, Vergaser. Also, die werden natürlich mit dem Vergaser geliefert, ist ja klar, sonst würden sie ja nicht laufen. Die Originalvergaser können funktionieren, ich bin den auch länger gefahren.
Aber ich hatte immer das Problem, wenn du dann richtig schnell wirst und der fängt in Schräglage an, auf einmal so Auslässe zu machen, so ganz leicht. Und dann fährst du in diese Kurve rein, hast keine Leistung mehr und dann fährt das Motorrad nach innen und dann bist du am Reifenstab, hakst ein und fällst auf die Fresse. Spätestens dann hast du die Schnauze voll von diesem Vergaser. Wir haben uns jetzt hier einen von so einen Nachbau von Kain aus dem Internet geholt. Der ist okay. Ja, was ich jetzt aber schon viel gesehen habe, ist von Topham. Da kann man anrufen, denen sagen, pass auf, ich fahre IMR 155 und dann schicken die euch den Vergaser voreingestellt dahin, draufbauen, K&N-Luftfilter dran, fertig. Ja. Und das ist eigentlich alles das, was ihr an diesem Motorrad anschließend machen müsst. Was da noch so, was ich vorne noch habe, wir haben hier Hülsen. Diese Hülsen, so Abstandshülsen. Ne? Da, auf der anderen Seite natürlich auch, hinten auch. Und die in China sind dann halt nicht so detailverliebt, wenn ich das mal so sagen würde. Also, ich habe das Moped gekriegt und im Idealfall, wenn ihr ja das vorne eingeschraubt habt, steht die Gabel parallel so und ihr schraubt es fest, dann klemmt die sich ganz leicht und das war's. Bei mir war es so, habe ich das Ding angeschraubt, war sie so. Das heißt, die hat noch so ein Stück gefedert und da war Schluss. Also eingetaucht, wie so ein Keil und dann fest. Oh, sehr spannt sich wohl ein bisschen. Also unten immer nachgucken, ob die Hülsen auch genau so viel Platz haben, wie ihr braucht. Ist es übertrieben, müsst ihr neue Hülsen haben. Oder ihr macht das wie wir, einfach eine Unterlegscheibe dazwischen. Kommt ja aus China, scheißegal. So, dass das alles schön gerade läuft, dass das Fahrwerk funktioniert. Ihr könnt das Fahrwerk komplett einstellen, vorne wie hinten. Ist jetzt kein Ölins, das muss man mal dabei sagen. Aber es funktioniert. Und dann könnt ihr halt noch so lustige Sachen dran bauen, wie ein Auspuff, der schön aussieht. Achtet immer darauf, wenn ihr einen Auspuff kauft, dass da auch ein DB-Killer drin ist. Weil auf den meisten Strecken oder fast alle müsst ihr mittlerweile einen DB-Killer fahren. Was die meisten Strecken auch sehen wollen, dass ihr überall, wo Metall rausguckt, Schoner drüber habt. Wir haben uns die Dinger jetzt hier gedreht. Ne? Die kann man da dran bauen. Protektoren sind meistens dabei, müsst ihr darauf achten. Diese Dinger sind meistens dabei. Ne? Das. Und was wir gemacht haben ist, habe ich jetzt nicht mehr dran. Ist hier überhaupt noch einer mit einer Fußbremse? Nee, haben wir alle abgebaut. Fußbremse kennt ihr alle, so, da wo ich drauf trete. Wenn ihr keine Daumenbremse habt, wie wir, komme ich gleich zu. Ja, habt ihr hier unten diese Fußbremse und wir haben einfach eine dicke Unterlegscheibe aus Kunststoff genommen, haben die da drunter gesetzt und von oben eine Schraube reingebohrt. Sieht blöd aus, funktioniert aber, weil wenn ihr dann hinfallt, rutscht ihr halt komplett mit dem ganzen Ding übers Plastik weg. Und habt nicht so eine Furche in dem Kartbahnbetreiber Asphalt, der euch dann tötet. Und dann kann man halt auch da ein bisschen besser fahren. Man sieht das ja hier auch, die werden meistens auch mitgeliefert. Schadet ja auch nicht dem Motorrad, wenn man halt auf dem Plastik rutscht, als auf dem teuren Kram, was man auch braucht zum Fahren. Nicht? Definitiv. So, dann Daumenbremse. Haben sie mir früher alle gesagt, totaler Quatsch. Genau wie Reifenwärmer, komme ich gleich noch zu, ist auch totaler Quatsch. Ich habe das mal ausprobiert. Ich habe mir so ein Ding hier bestellt, Internet irgendwo, habe ich 160 Euro alles zusammen bezahlt. Da ist die Pumpe mit drin, die Leitung mit dran. Leitung ist ein bisschen schwierig zu entlüften, also da musst du viel Geduld haben. Das kann auch mal eine Stunde dauern, bis ihr dann endlich mal einen Druckpunkt habt. Wir haben hier nochmal eine kleine Platte drauf gebaut, damit der Weg hier länger ist, weil original ist dann doch schon viel Daumenkraft, ne? Also du hast nachher hier so einen Bodybuilder-Daumen, das ist hier, ne? Groß. Und feste Daumenbremse, na sicher, also hier völlig verkümmert und hier so ein Eumel. Ne? Und diese ist so geil, ihr könnt wirklich in rechts oder links, ist ja scheißegal, weil ihr oben steuern könnt, ihr könnt in den Kurven die Kette auf Spannung halten. Ich vergleiche das immer, wie wenn ihr ein Fahrrad habt mit einem Korb vorne drin. Hier diese, weißt du, wenn Oma zum Einkaufen fährt, ne, hat ihr die ganzen Sachen da vorne immer drin. Und wenn ihr mal ein Fahrrad schiebt, ne, und habt vorne Gewicht auf dem Lenker, ja, und dann klappt das so ein. Ne, wenn ihr dann zieht, dann geht das ja nach hinten. Und so funktioniert das mit der Kette auch. Physikalisch, keine Ahnung, das funktioniert. So, wenn ihr da drauf drückt, dann zieht das Motorrad
von hinten beim Bremsen und zieht euch in die Kurve rein. In dem Moment fallt ihr sozusagen runter, könnt Gas geben und in dem Moment lasst ihr die Bremse los und dann schießt ihr aus dieser Kurve raus. Das macht so halt Spaß. Und komischerweise, seitdem ich dieses Ding habe, ja, hat vielleicht ja, jeden zweiten, den ich kenne, die haben sich auch solche Dinge gekauft. Ich glaube, von uns hier fahren alle außer Jörg keine Bremse. Und kann ich jedem empfehlen. Macht total Spaß. Besonders, wenn ihr enge Kurven habt, eben mal so hupp, innen drin noch so einen halben Meter schneller innen rein. Das ist total geil. Dann zu Reifen. Reifen haben wir, ich möchte mittlerweile sagen, 90% durchgetestet von dem Zeug, was es so gibt. Also wir empfehlen für den Winter Heidenau die Mischung K80 SRS2. Die Soft ist das. Kann der Jan da einblenden. Ne? Ich weiß nur, dass Heidenau sind. So, wir fahren dann im Sommer PMT draußen, also auf schönen Asphalt. Die sind super. Die Dunlops sind super. Die könnt ihr super fahren. Die halten auch lange. Sind zwar alles ein bisschen teurer, aber den Dunlop-Reifen, den ich jetzt vorne drauf habe, den fahre ich schon seit 2 Jahren. Der sieht so aus, als ob der ist gelangweilt. Gut, ich bin jetzt nicht der Schnitzel, aber das geht damit schon. Ja, das funktioniert schon gut. So, Heidenau im Winter. Und was wir jetzt ausprobieren, Mitas funktionieren auch. Die Soft-Mischung im Winter geht auch gut. Und wir haben uns jetzt Super Soft bestellt. Die sind auch schon gekommen. Die ziehen wir jetzt noch, diese Woche nicht, nächste Woche mal drauf. Und wenn die dann mal ausprobieren, die kleben noch mehr, haben natürlich einen mordsmäßigen Verschleiß. Also man munkelt, die kann man draußen im Sommer innerhalb von einer Stunde zugrunde richten. Dafür sind sie wahrscheinlich auch nicht gemacht. Also ich gehe jetzt von aus, im Winter auf der Kartbahn mit schönem glatten Asphalt, damit kann man das machen. So, und dann, wenn ihr die Kohle habt, ne, Reifenwärmer. Es gibt nichts Geileres, als du kommst jetzt bei 2-3 Grad an, machst das Motorrad, boxst das auf, könnt ihr euch so einen schönen Ständer hier bauen, wie Jörg den gebaut hat für uns. Ne? Jörg baut ja alles. Ne? Alles. Also wenn ihr zum Mond wollt, ne, und habt keine Fähre, ne, ruf Jörg an. Ne? Macht euch eben eine fertig, ne, ist überhaupt kein Problem. Brauchst du nicht hier bei der NASA die da einbuchen oder so. Ne? Gibst du Jörg 20 Euro in der Hand und schon geht's ab. Aber Fähre mit Sitzheizung. Ja, mit Sitzheizung. Ne? Damit der Popo-Wärmer auch funktioniert, wenn du da oben Arsch abfrierst. Ne? Ich weiß auch gar nicht, was die da oben alle wollen. Ne? Erst wollen sie alle hoch und dann sitzen sie am Heulen, wenn sie nicht mehr runterkommen. Totaler Quatsch. Sitzen da oben. Ne? Egal. Ne? Wie bin ich drauf gekommen? Mondfähre, Jörg baut alles, Ständer. Schon wieder weggequatscht. Ja, dann kann man das auch schön, weil es gibt viele Auspuffanlagen, musst du auch darauf achten, die unter dem Schutzblech hier drunter hergehen und dann kannst du das Ding nicht mehr so abstellen. Ist ja logisch, weil der Krümmer dann im Weg ist. Also unten einfach so einen länglichen Schlitz reinschneiden in den Ständer und dann steht das Ding halt so schön, dann könnt ihr die Reifenwärmer drauf machen. Ihr könnt auch eine Kiste Bier nehmen oder irgendwas anderes bauen oder einen Holzklotz, aber es ist halt, sieht halt schöner aus. Dann Reifenwärmer drauf und wie es immer ist, halbe Stunde drauf, rausfahren und ihr könnt Kapelle geben, bis der Arzt kommt. Ne? Also spart euch mit Sicherheit, weil ihr ja, also wenn wir 4 Stunden fahren, fängst du ja, ich sag mal, 5-mal wieder an zu fahren. Das heißt, du kommst immer rein, Reifen sind kalt, dann musst du die erstmal 5-6 Runden langsam wieder warm fahren, bis du dann das Gefühl hast, okay, der packt auch wieder. Und da sparst du dir natürlich mit Reifenwärmer ohne Ende. Das heißt, drauf machen, rausfahren, sofort Kapelle. Die werden leider nach der Zeit kälter, als die wir rausgefahren sind. Glaubt es mir, wir haben alles ausprobiert. Ihr könnt das, die Temperatur nicht halten im Winter. Es geht nicht. Gut, vielleicht gibt es Kartbahnen, wo das möglich ist. Ich habe noch keine gefunden. Ne? Und wirklich quer rein, quer raus. Es geht nicht. Ne? Ich habe schon überlegt, ob ich nicht nur mit 2-mal mehr Erfahrung mehr Druck aufs Hinterrad zu kriegen, damit das Ding auch richtig flutscht, aber es sollte wohl nicht sein. Das habe ich noch vergessen. Reifendruck, wichtig, muss ich noch erwähnen. Bei Heidenau bitte nicht unter 1,6 Bar kalt gehen, ja, weil wir hatten das jetzt schon ein paar Mal, die Karkasse bei Kälte oder bei wenig Reifendruck, ich weiß nicht, wie das zusammen, bricht an der Seite. Dann habt ihr auch immer so eine Beule da drin. Da könnt ihr den Reifen wegschmeißen. Wir wissen nicht genau, woran es liegt. Ich vermute, da drin ist keine Stahlkarkasse, sondern nur irgendwas da drin. Handfäden,
Netzgewebe. So. Ist auf jeden Fall kein Stahlgewebe. Die sind sehr weich und dann brechen die einfach durch. Und das passiert, wenn ihr die mit zu wenig Reifendruck fahrt. Also ruhig ein bisschen mehr. Dann schmieren die halt ein bisschen mehr. Ist aber nicht schlimm. Schmieren macht Spaß beim Pitbike. Ne? Wir wollen ja auch keine Weltmeister werden, wir wollen auch keine Rennen mitfahren, wir wollen nur Spaß haben. So, und deshalb fangen wir nämlich jetzt an. Wir wollen am nächsten Dienstag wollen wir das ausprobieren. Wir machen das Motorrad jetzt mal ganz lang, machen alte Reifen drauf und versuchen dann dieses Reindriften so in diese Kurve mal auszuprobieren. Wir reizen das dann mal ein bisschen aus und dann werden wir euch mal berichten, ob das funktioniert hat oder ob ich schon wieder bei der Physio mir irgendwie was Neues bauen lassen muss. Dann ist es in die Hose gegangen. Aber im Allgemeinen zum Pitbike ist das von diesem Pitbike erstmal alles. Es gibt natürlich noch andere Pitbikes. Also das ist jetzt IMR 155, ist aber baugleich mit MRF 160 oder 140. Da tut sich alles nichts. Wir haben da drüben eine Möhrchen-spezifische Karre stehen. So, also das ist unser Möhrchen, das Höllengerät. Wie ihr seht, auch Bremse vorne dran. Daumenbremse, aber 140 Kubik. Wenn ihr auf Kartbahn fahrt, wo es enges, kleines, die Dinger 155, 160, alles super. Ne? Wenn ihr eine 190er kaufen wollt, ne? Nicht, wenn ihr in der Halle irgendwo auf kleinen Strecken fahren wollt. Die haben zu viel Qualm. Sagen alle wieder, oh, ich brauche mal Leistung, ich bin 2 Meter groß, bin so fett und so. Nein, brauchst du nicht. Die Dinger könnt ihr anders übersetzen vorne noch. Wir ändern vorne immer die Ritzel. Geht relativ schnell. Das sind 2 Schrauben, runter, zack, die Kette ein bisschen spannen, fertig. Ne? Und wir haben es jetzt einmal geändert. Du fährst jetzt auch, glaube ich, vorne 14. Ne? Mhm. Ja, ich auch. Und dann passt das mit dieser Übersetzung eigentlich auch super, wo wir fahren. Die drehen frei raus und wir kommen auch nie in 4. Gang. Ne? Und ihr könnt aus der Kurve irgendwann so einfach voll aufreißen. Das geht mit der 190er nicht. Bis ihr dann fertig seid mit Warten, ja, ist der Vogel da schon dran vorbei. Ja, also das klappt dann ganz gut. Dann haben wir noch YCF, gibt es ja noch. Yes! Ja, kann man fahren. Es gibt auch welche, die gut funktionieren. Ne? Jörg seine hat super funktioniert. Ne? Ja, Qual. Also ihr müsst darauf achten, Fahrwerk muss einstellbar sein. Jörg seine Bremse ist super. Ne, wir können ja, vielleicht schaffen wir es noch irgendwie da nochmal ein Video drüber zu machen, über Jörg seine YCF, weil da haben wir ein bisschen Erfahrungswerte. Von diesen YCFs abgesehen, ja, würde ich keinem empfehlen, eine zu kaufen. Wir haben jetzt bei 2 Stück gekauft, bei beiden Motorschaden. Bei beiden ist das Fahrwerk scheiße. Bei beiden war, was war noch? Nix. Sonst nix. Ja wohl. Was war denn noch? Irgendwas war da noch. Doch, irgendwas lachen wir noch an. Ich habe es aber schon wieder vergessen. Auf jeden Fall ist da das eine Lager vom, was war das? Kickstarter. Noch? Vom Kickstarter zur Ausgangswelle. Diese Übersetzung. Da ist das Lager auseinandergefallen. Also komplett. Das lag komplett im ganzen Motor drin. Bei beiden gleichzeitig. So. Und Jörg das, also wenn ihr den Motor mal tun lassen wollt, ne? Jörg hat das Ding auseinander, dann haben wir es zusammengebaut, dann haben wir das Ding gefahren und das hatte gefühlt 5 PS mehr. Vielleicht haben wir auch nur die Steuerzeiten richtig eingestellt. Keine Ahnung. Ja, da komme ich auch gerade zu Steuerzeiten, Intervall. Also eben noch YCF kann man kaufen, wenn da schon einer was dran gemacht hat und so bist. bisschen drauf gucken, ne? Wäre ich vorsichtig. Was gab's noch? Ja, gut, alle anderen. Malcor, Dream und die ganzen. Habe ich jetzt noch nicht so die Erfahrung mit. Muss man viel dran schrauben, bis die funktionieren. Ne? Also wir können hundertprozentig sagen, IMR 155, MRF 160, 140, egal. Es sind beides die gleichen. Gleicher Rahmen, gleicher Motor, ist alles das Gleiche. Nur die 140er Motor ist halt für Sparfüchse. Der hat keinen Ölfilter, der Motor. Ist komisch. Hört sich komisch an, ist aber so, hat er nicht. Das Einzige, was man bei denen machen sollte, wäre eine magnetische Ölablassschraube. Das tut dem Motor ganz gut. Ja, da zieht er den Dreck da ein bisschen raus. Ne? Und Intervall heißt, also wir machen jetzt alle 3 Stunden Ölwechsel. Ihr könnt euch einen Stundenzähler dran machen oder merkt euch das so ein bisschen, wie viel ihr gefahren seid. Ich meine, kann ich ja hier bis 3 Stunden zählen, ist ja jetzt nicht ganz so schwer. Hoffe ich jedenfalls.
Und dann schön Ölwechsel machen. Und wir empfehlen so 10 bis 15 Stunden einmal Ventile kontrollieren oben. Ne? Falls ihr das nicht selber machen könnt, fragt einen Kumpel oder einen Bekannten oder wir zeigen euch das mal jetzt, wenn wir mal Bock haben, in so einem Video, wie man das macht. Das ist jetzt kein Hexenwerk, aber man muss ein paar Sachen eben beachten, weil dieser Motor, der hat zwar Markierungen, ne? OT, OT, aber die stimmen nicht so ganz. Ne? Das ist so ein bisschen, da hat der Chinese einfach gesagt, oh, ich mache hier mal eine Markierung rein. Passt zwar nicht ganz, aber die ist drin. So, dann muss man so ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten ist wirklich nur draufsetzen, ein bisschen Wartung machen und fahren. Falls ihr das Ding aus der Kiste kauft, wenn ihr schraubermäßig begabt seid, würde ich das jedem empfehlen. Aus dem einfachen Grund, ihr lernt das Motorrad kennen und könnt alle Schrauben austauschen, die scheiße sind. Und ihr könnt auch mal Fett dran machen. Also Lenkauflager machen die so einen Tropfen Fett dran, ans Fett. Ne? Und wenn ihr diese Motoren neu kriegt und baut ihn selber zusammen, da ist Transportöl drin, mehr nicht. Ne? Also wirklich das, was da drauf ist, nicht anlassen, gleich runter, erstmal alles raus. Müsst ihr euch nicht wundern, falls das Ding hinten mal blau qualmt wie Sau, ne? Ganz ruhig bleiben, ist nichts kaputt. Die liegen manchmal auf dem Kopf in der Kiste. So, pop, dann läuft das Öl natürlich irgendwann mal runter in den Krümmer. Hatten wir auch schon. Dann hatten wir hier eine blaue Fahne bis zum... Geht irgendwann weg, nicht schlimm. Ne? Außer natürlich, das Ventil läuft nicht mit, dann habt ihr eben ein Problem. was gab's noch? Ausbruch, bla bla bla, Intervalle. Ansonsten, Tank richtig ausspülen. Spritfilter. So. Die Chinesen. So. Ich zeige das mal. Hier so ein Tank. Ne? Der wird ja gegossen. So. Und dann müssen hier oben. Der wird ja gegossen, dieses ganze Plastikding hier. Und dann wird hier oben das Ding ausgeschnitten. Natürlich fallen die ganzen Späne dann rein. Wem ist das natürlich egal? Dem Chinesen. So, der lässt das da alles drin. Ihr füllt also das Benzin da rein. Und dieser Kunststoff löst sich langsam in Flocken auf und läuft dann praktisch hier den Schlauch entlang. Ein Benzinfilter hat der Chinese nicht vorgesehen. Das heißt also, es läuft dann schön munter in den Vergaser rein, sammelt sich in eure Vergaserwanne und wird dann irgendwann angesaugt und ihr wundert euch, warum ständig dieser Vergaser zusitzt. Also, am Anfang das Ding erstmal richtig auspusten, richtig mit Luft rausmachen, unten oben, Benzinfilter besorgen, einmal durchspülen mit ein bisschen Benzin und dann erst auffüllen, nicht einfach so reinkippen und losfahren. Auch den runden Aufschnitt, der da unten drin liegt. Ach ja, hab ich auch schon gesehen. Ja, pass auf. So, dann seht ihr so geil. Das wird wahrscheinlich gestanzt mit ihm in der Stanze oder wie schnell die das machen. Und dieser Ausschnitt, der fällt dann rein. Der liegt dann teilweise da drin. Ne? Und ihr müsst doch mal gucken, unten der Benzinhahn hier auf der Seite, dass der auch einen Durchgang hat nach innen. Nicht, dass die vergessen haben, ein Loch einzumachen und ihr wundert euch, dass kein Benzin kommt, wo gar kein Loch im Tank ist. Das sind so Kleinigkeiten. Also ordentlich einmal auseinander, Fett dran, bla bla bla. Nehmt euch, also wenn ihr es richtig machen wollt, ruhig 2 Tage Zeit, das Ding zusammenzubauen. Ganz in Ruhe, ne? Fragt auch nach oder könnt uns auch kontaktieren, wenn ihr Fragen habt. Alles gut. Was wir noch empfehlen können ist, einen flachen Lenker. Ne? Die kommen alle mit so, ich hätte es nicht mal übertrieben, Schopperdinger, aber mit normalen hohen Lenkern. Aber ihr werdet feststellen, je weiter ihr nach unten und nach vorne kommt, auch den Lenker und jetzt nicht wie beim Crosser so nach weiter vorne drehen, dass er richtig steil steht, sondern wirklich so ein bisschen zu euch hinziehen, dass ihr runterkommt und dann werdet ihr schon merken, läuft das alles viel besser. Ne? Ja, im Großen und Ganzen war es das erstmal zum Pitbike. Ja, wir werden da noch mal so ein paar kleine Videos mal reinmachen. Wir werden jetzt mal Fahrwerkseinstellungen ausprobieren. Also wir fahren die so durchgesteckt. Ich fahre sie so durchgesteckt. Möchten fährt die etwas anders, weil der ist ja auch leichter, das dumme Schwein. Jetzt habe ich wieder dumme Schwein gesagt. Diskriminierung, halt die Presse rein. Wie cool, die Kackbänger waren da hinten an, ne? Ja, also aber keinen Fußzügel, also putz da deinen Auspuff oder was. Ja, aber Kinderarbeit. Ne, ist ja gar nicht mehr, ist ja 14. Scheiße. Ne? Früher war das so super letztes Jahr, ne? Den konntest du auf dem Pitbike, konntest du den nach, in Holland, eben nach, wo wir in Assen waren, eben zum Copyshop da Drugstore schicken, ja. Wo mal eben Drogen und so, ne? Ja, das ist 13, was sollen sie denn, ne? Hat er Drogen besorgt, alles gekauft, die Noten mitgebracht und was sie alle auf seinem Pitbike hier hingefahren und so. Und so angehalten, wo wollt ihr denn? Und jetzt? Ja, strafen wir nicht. So, nein, dann sind wir jetzt weiter
soweit hier erstmal durch. Ja, falls ihr sonst noch mal Fragen habt zum Pitbike oder wo wir fahren, habe ich ganz vergessen. Also, wir fahren jetzt immer jeden Dienstag in Rheine. Rheine ist bei der Autobahn. so, wo ist denn das? Ja gut, hier in Nähe von Osnabrück. Rheine mit H geschrieben. Wir blenden nachher nochmal eben die genaue Adresse ein. Ja, da fahren wir dann dienstagsabends immer von 18 bis 22 Uhr. Und im Sommer sind wir im Preußisch Oldendorf. Motopark am Wien heißt der Laden da. Und da fahren wir, glaube ich, immer von 18 Uhr bis 20 Uhr, immer mittwochs, genau. Und wir kriegen jetzt aber noch mehr Termine von anderen Strecken. Das kommt jetzt so nach und nach. Also wenn ihr Interesse habt, irgendwo mal zu fahren, schreibt uns an. Dann können wir euch das mal durchgeben, wo wir dann immer unterwegs sind. Ja. Zu Preisen noch. Ich weiß jetzt, in Rheine kostet die Stunde 10 €. Ihr müsst da benzolfreies Benzin fahren. Könnt ihr auch da in der Strecke kaufen. Und halt Sturzkasse. Ne? Also wir haben immer einen 100er dabei, weil Sturz kostet 10 €. Dann kommen wir gerade so mit durch. Eingestützt nicht so viel. Außer Möhrchen, der liegt hier ständig dahin. Ne? Das ist so ein Kurven, kennt ihr Kurvenlieger? Liegen überall rum. Ne? Das ist wie Deutsche im Stausteher. Einmal mit meiner Karre. Ja. Einmal mit meiner Karre. Ja. Oder einmal auf dem Rasen. Oder einmal im Preußisch Oldendorf in den Reifenstapel geklopft. Und dann haben wir es in die Straße ausgegangen. Das ist ein Riesenplatz, muss ich euch erklären. Riesenplatz. Ne? 100 mal 100 Meter. Ne? So, er schafft es nicht, auf diesen Platz zu bleiben. Ist in die Strecke ausgegangen, ist er in eine Wiese in den Wald geflogen. Ne? Was stimmt mit dir nicht? Wenn ich in die Kurve fahre, kommt der von so ein Stück in mich reingefahren. Ne? Und dann meckert er und ja, die Strecke ist doch so breit, da passt du doch noch easy hin. Junge. Also guck dir den Hering an, ne? Wenn du den von der Seite siehst, siehst du ihn gar nicht mehr. Wie ein Blatt Papier, da kannst du so umdrehen. Ne? Die kannst du auch mal mit der Taschenlampe röntgen. Ne? Aber dann heult er rum, dass er auf der Strecke keinen Platz hat und so Scheiß an. Ja. Soweit jetzt hier zum Pitbike. Wir müssen jetzt erstmal weitermachen und ihr wisst ja nicht. Abschalten.